Und damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Gary und bei den Würzburger Kickers, beziehungsweise bei Deutschland. Ich habe die Gruppenphase der EM im England 2028 schon durchgeführt, meine Lieben. Das habe ich ja gesagt. Jetzt sind wir in den K.O.-Spielen, also im Achtelfinale angekommen. Gegen Norwegen geht's daran. Ja, und wir gucken mal, ne, gegen wen es danach weitergeht oder ob es danach weitergeht. Einen wunderschönen guten Hallo. Dann haben wir ganz viele, die hier insgesamt immer spielen. Ne? Also die halbe deutsche Nationalelf spielt für uns. Butchkauskas spielt hier auch in der EM mit, hat auch ja leider aber, glaube ich, nicht weitergekommen. Josh Timon ist weitergekommen, Frankovic, guten Tag gesagt, Elvedi ist dabei, Will Neuf ist noch dabei, Max Gorer und Christian Totti, der auch schon einige Tore geschossen hat gegen ja, die Kollegen. Wir schauen uns das nachher auch noch mal ein bisschen genauer alles an, wie das so weitergeht. Ansonsten gehen wir kurz in die Kommentare rein. Und im FM-Zockerforum haben Piano und Andrew geschrieben. Was für ein spannendes Finale und auf die nächste Saison freut sich Piano. Andrew hat geschrieben, schade, schade, Würzburger Kickers, Meister der Herzen. Vizemeisterschaft ist schon ganz in Ordnung. Du bist sicher in der Champions League, das ist doch was. Und das heißt Andrew, also werde ich versuchen, das so zu machen. Ne? Andrew, gut, wir werden niemanden verkaufen. Ich erzähle euch nachher noch, wieso. Ralf Fährmann ist ein bisschen Level abgegangen vom Lehrgang. In den Kommentaren bei YouTube haben wir Ronny, der meint, nächste Saison greift er wieder mit an, und zwar um den Titel. Ja, weiß ich nicht. Sind wir da nicht schon, verkaufen wir dich nicht, weil du so lange verletzt bist? Und Jimmy Leipzig hat geschrieben, denkt dran, den Jugendspieler noch Verträge zu machen. Das haben wir schon getan. Da haben wir den Bayern nochmal richtig gekitzelt, aber die sind dann doch am Ende ganz oben. Nächste Saison greifen wir wieder an. Und Jimmy gegen Auerbach, das sei natürlich auch bitter gewesen. So, jetzt erzähle ich euch kurz, was es damit auf sich hat. Lindelmann hat sich eben verletzt. Ey, noch zwei Tage, das geht ja, ne? Das ist noch voll okay. Müssen wir jetzt hier natürlich einmal auswechseln. So, wir verkaufen keinen Spieler, also zumindest geplant so, weil, und das geht auch so ein bisschen in die, wie heißt das hier? In den Titel von der Folge mit ein. Denn, ich habe lange überlegt, ob ich das sagen soll oder nicht. Weil es hat Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Aber ich habe gedacht, Transparenz ist immer gut. Damit bin ich mein Leben lang immer möglichst gut gefahren, auf jeden Fall. Und das ist die letzte Saison für die Kickers. Und danach aber auch für mich, beziehungsweise insgesamt für mich. Es wird von mir wahrscheinlich kein Let's Play mehr geben, auch nicht im FM23. Weil ich merke, es ist in den letzten Wochen immer mehr geworden mit Familie, Arbeit, mein Stream. Das macht mir halt unheimlich Spaß. Ich möchte eigentlich auch ein bisschen mehr noch in der Richtung arbeiten, wenn ich schon Zeit habe am PC. Und ich finde immer weniger Zeit für die Folgen vom Fußballmanager. Ein bisschen, und das soll jetzt aber gar kein Bait sein, ne, wie man so schön sagt, oder gar kein Negativismus. Ein bisschen zieht mich natürlich auch die Resonanz, ne? Und die wird eher weniger als mehr. Und das ist auch voll okay, kann ich total mitleben. Wir machen das jetzt schon seit Jahren. Es sind immer die gleichen, und da freue ich mich total drauf oder drüber, immer die gleichen, die sich melden. Das finde ich total schön. Das ist so ein richtiger Stammkern geworden. Aber ich sehe es auch an den Daumen, an den Views insgesamt. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass es der FM 21 ist statt 22. Vielleicht wäre es mit 23 wieder mehr. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist das nur ein ganz kleiner Teil. Denn auch selbst wenn irgendwie im FM 23, keine Ahnung, 500 Views in jeder Folge da werden und 10 Kommentare. Ich finde einfach weniger Zeit für den FM, und irgendwann hat alles mal ein Ende, und vielleicht gibt es coole Nachfolger, oder es gibt auch weiterhin sogar bessere, was heißt sogar, auf jeden Fall bessere und spannendere Konzepte beim Fußballmanager. Von daher, ja, kurz und knapp, letzte Saison läuten wir ein, und ja, jeder, der darf sich dann natürlich mit dran beteiligen oder auch sagen, oh nee, letzte Saison, dann hat das hier ein Ende, dann brauche ich nicht mehr, so ungefähr. Wer ist auch voll okay. Deshalb wollte ich das unbedingt mitteilen und transparent machen, da weiß jeder, wo er dran ist. So, und wir sind hier beim knapp beim 1:0 gegen Norwegen. Die Norweger haben natürlich Hornan vorne drin, stehen ansonsten noch mit 80 Svale und Jans-Peter Hauge. Sonst, ja, doch 85er haben wir noch. Philipp Rönningen, Jorgensen. Und wir kommen hier mit einer Insgesamtstärke von 940 an. Also das müssen wir eigentlich hinbekommen. Kai Havertz versucht jetzt auf der rechten Außenbahn, läuft sich frei. Er hält den Ball jetzt von Julian Brandt, legt ihn dann dem Jonas Buhr hin. Und der köpft aus 10 Metern den Ball aufs Tor. Rossmann ist noch dran. Und dann ist er trotzdem drin. Jonas Buhr, sensationell.
tippitappi. So geht's. Wir haben richtig viele aus der Community in die deutsche Nationalelf reingeholt. Das finde ich ist auch so in Ordnung. Haaland auf Sorloth, der macht einen Lupper 1-1. Da kommt direkt der Ausgleichsschlag hier. 1-1, Alexander Sorloth besiegt Dirk Schröder im Tor der deutschen Nationalelf. Das ist ein bisschen sauermachend, muss ich sagen. Jetzt Julian Brandt, der geht im Mittelfeld mit nach vorne, spielt den Ball dann auf Mirko Paul, der schießt, der oder Flanke vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist Havertz da, nimmt den Ball mit und schießt den rein. Sensationell, 2-1, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Mirko Paul eben oder letztens in den Spielen auch das erste Tor geschossen für die Nationalelf, jetzt die Vorlage hier gemacht, sehr, sehr erwähnenswert auf jeden Fall. Jürgensen mit einer Ecke auf Haaland, aber der Ball geht deutlich am Tor vorbei. Haaland mit der Vorlage zum 1-1, aber sonst bisher noch nicht so viel zu sehen. Jetzt vielleicht bei Jens-Peter Hauge mit einem Einwurf. Auf der linken Seite ist er dann durch, geht an Tazza Azul vorbei und dann auf Taxit und der fliegt von hinten heran mit einem Flugkopfball 2-2. Der hat auch eine schicke Frisur. So sah meine Oma mal früher aus, so eine Dauerwelle mäßig. 2-2, das ist natürlich zu wenig hier. Da müssen wir nochmal meckern. Das geht so nicht. Sauerei. Meine Güte. Und das ohne Haaland, ne? Also dass der mal irgendwie in Aktion getreten wäre. Das ist durchaus irgendwie auch noch erwähnenswert. Wenn der jetzt hier noch ein richtig gutes Spiel gehabt hätte, dann sähe das hier vielleicht richtig schwierig aus gerade. Ich weiß es nicht, ne? So, Philipp Saligi kommt rein, genauso wie Goretzka im Mittelfeld. Vorne drin können wir Adeyemi reinbringen für Moukoko. Zweite Halbzeit müssen wir aufdrehen und das Ding gewinnen. Ganz eindeutig, ganz klar, ne? So, das habe ich schon wieder vergessen. Das muss ich nachher unbedingt mal insgesamt ändern hier. Wir sind die stärkere Mannschaft. Wir brauchen kein Konterspiel mehr. Die deutsche Nationalelf auf dem Weg, ja, zum Europameisterschaftstitel. Das wäre natürlich auch noch ein schönes Ding, was wir mitnehmen könnten. Aber im Moment ist Norwegen schon eine Art von Stolperstein. Und Sørloth versucht jetzt auch. Hier nimmt Tazza Azul den Ball mit. Jetzt läuft er alleine Richtung Tor. Was ist denn da aus 12 Metern? Schießt er halb rechts. Oh, knapp über den Querbalken. Der läuft ja gerade richtig rund, der Kollege. Aber auf der Gegenseite sehen wir jetzt Havertz. Der kriegt einen Ball von Goretzka reingespielt und dann auf Adeyemi. Und Adeyemi muss den nur noch einschieben und macht das auch. 3-2. Das ist so die andere Achse. Kai Havertz, Goretzka, Adeyemi. Wobei, nein, Kai Havertz ist hier gar nicht bei Bayern. Aber hier Goretzka auf Adeyemi. Bayern auf Bayern-Spieler. Das ist durchaus erwähnenswert, weil wir haben im Prinzip ja ganz viele Bayern-Spieler, ganz viele Würzburger Kickerspieler und der Rest ist so ein bisschen zusammengewürfelt dann noch. Auf der Bank übrigens Sascha Meier, ne? Aus der dritten Liga. Ja, ist auch nur ein Punkt schwächer als der nächstbeste, glaube ich, gewesen oder so. RMB versucht's mal mit einem Weitschuss, aber der Linksverteidiger hat hier gar keine Möglichkeit, irgendwie Sondre Rosbach im Tor der Norweger irgendwie unter größere Bredouillen zu bringen. Jetzt nochmal die Deutschen über Adeyemi und Kai Havertz, Flanke in den Strafraum und dann ist da wieder Rosbach, der lenkt das Leder noch zur Ecke. Die Ecke kommt von Lukas Netz, dem Linksverteidiger der Borussen. Borussia Dortmund spielt er, glaube ich, mittlerweile. Allerdings komplett ungefährlich. Jetzt nochmal Jens-Peter Hauge für die Norweger. Geht an Arembi vorbei. Der setzt nach Arembi und holt den Ball dann. Hat er toll gemacht. Erstmal sich vernaschen lassen, aber dann nicht aufgegeben. Einfach hinterher gerannt, weggegrätschen, Ball. Klasse. Spielerwechsel bei Norwegen. Martin Ellingsen kommt rein für Edward Taxet. Ja, oder auch die eine Frisur gegen die andere. Ne? Stand Larsen kommt jetzt rein für Haaland. Das ist eine Überraschung. Haaland ganz schwach gespielt. Keine wirklichen Bezug zum Spiel gehabt hier. 4,5 kommt raus, aber ich hätte ihn trotzdem drin gelassen. Ne? Mit einer 93 ist das ein Typ, der kann halt immer noch irgendwie einschlagen. Na gut. Die Spieler von Norwegen wirken müde und hier ist jetzt Schluss und wir sind weiter. Perfekto. Das ist genau so, wie wir uns gedacht haben. Und ja, Jonas Buhr mit dem Tor, Havertz mit dem Tor, Karimi mit dem Tor. Also Adeyemi, nicht Karimi. England weiter gegen, was ist das hier, Slowenien, ne? Ja, Slowenien. Also wir müssen gegen England ran. Im Viertelfinale ist das natürlich schon ein harter Brocken, aber da gibt es nur harte Brocken, ne? Italien setzt sich gegen Portugal durch. Spanien ganz deutlich gegen Rumänien. Belgien gewinnt gegen Serbien und die Niederlande gegen Kroatien. Österreich gewinnt gegen Schottland. Das ist ein bisschen schade, weil die Schotten natürlich ganz cool gewesen wären noch mit unserem Max-Scorer. Frankreich gewinnt gegen Dänemark. Und dann haben wir Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, England.
Das entscheidende Tor bei den Italienern hat übrigens unser Kollege hier gemacht, Christian Totti. Das ist sehr gut und sehr wichtig, weil das könnte am Ende des Turnieres ja auch nochmal Aufwertungsrunden geben. Ne? Hier haben wir jetzt noch die Jugendspieler der Zukunft. Und mit der Ansage, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, ne, nämlich nur noch ein Jahr spielen werden, ist das schon fast ein bisschen obsolet. Aber wir versuchen es trotzdem mal mit dem einen oder anderen. Der hier könnte sein, dass der dann gar nicht mehr bei uns wäre, weil er schon wieder wechselt. Ne, ihr kennt den Bug ja. Müssen wir mal gucken, aber trotzdem versuchen wir es in der zweiten Mannschaft. Ja, gerne auch mit der ersten. Ne? Rechtes Mittelfeld, 66, ist schon gar nicht so verkehrt. Aber der Rest hier ist jetzt nicht so wild, ne? 73, da können wir nochmal nachfragen. Wir brauchen die zweite Mannschaft schieben. Schauen wir einfach mal, ne? Gucken wir. In der B-Jugend haben wir auch einen 70er. Ist der echt 70 in der B-Jugend? Haben wir nicht ganz gescoutet, wissen wir nicht, ne? Wissen wir nicht. Hier kann man auch nicht den Trick anmelden, den man im Profibereich anwenden kann. Aber hier haben wir noch RV, 9er Talent. Da werden wir auch erstmal hier fragen, ne? Das sind natürlich Leute für die zweite Mannschaft, damit die nicht abkackt, ne? Klar. Oh, er ist aber auch geil. Neuer Talent 61. Ah, wir fragen jetzt einfach nochmal alles hier an, was so halbwegs irgendwie förderbar wäre. Was ist denn hier Maximum? Ja, da. Einfach mal so machen. Mal hier diesen Strahl hier ziehen. So. Okay. Schauen wir uns einfach an, wer davon kommt. Was ist das hier? Fitnesstrainer bietet, das habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Ihr Fitnesstrainer bietet an, mit kürzlich verletzten Spielern ein Spezialprogramm zu absolvieren. Bitte wählen die Spieler aus der Liste an. Ja, aber hallo. Fitness 29 bei Ronny Schumann, das machen wir natürlich. Und das können wir machen, weil der liebe Ronny ist jetzt wieder da. Er ist jetzt wieder da. Mit einer Zweierform natürlich und mit einer miserablen Fitness, aber er ist wieder da. Angeschlagen, aber schon wieder da. Das freut einen doch. Endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit. Und bei Deutschland geht es jetzt darum, in die nächste Runde weiterzugehen. Wir sind dran gegen die Herren aus England. Und Torben Rhein kann man dafür mal irgendwie wieder rausholen. Und Jonas Burr geht nach oben. So. Und Adeyemi kommt aber rein. Der hat ein bisschen bessere Form. Saligi ist ein bisschen stärker. Kai Havertz nehmen wir erstmal raus. Ne? Denn dafür ist hier unser Mittelfeld, bis auf Brandt, ist unser Mittelfeld komplett Würzburger Kickers in der Hand. Dann haben wir noch einen in der Innenverteidigung und unseren Torwart natürlich. Ne? Also einige. Einige Leute. Leider, ich habe mal geguckt gehabt, nochmal jemanden zu nominieren. Das geht jetzt hier natürlich gerade nicht. Nicht zu nominieren, sondern einzubürgern. Ich hätte gerne auch noch Max Scorer eingebürgert, aber das geht leider nicht, weil der schon Spiele dann für Schottland gemacht hatte. Also, die... Was ist das denn jetzt hier? Hoffentlich schmiert dieses Spiel nicht ab. Deutschland hat die England-Flagge und England hat die Deutschland-Flagge. Okay, hoffentlich ist das hier kein schlechtes Omen. Hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Aber das passt ganz gut, weil ich habe wieder vergessen, hier die Taktik umzustellen. Das können wir jetzt mal machen noch. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einen Knick in der Optik gehabt oder so. Na gut. So, vollen Einsatz natürlich. Ja, jetzt stimmt's hier. Okay, alles klar, wir sind ein bisschen schwächer als die Engländer. 30 Punkte, also da müssen wir Gas geben auf jeden Fall. Heute entscheidet ein Tor, wir werden es schießen. Geht drauf, meine Lieben. Guckt euch das an. Was haben denn die Kollegen hier für Spieler? Ja, wir haben alleine hier 1, 2, 90er, 93er. Ne? Wir kennen die ja auch noch zum großen Teil. 97er, Jude Bellingham, ne? Deep End 90, ey. Hallo, meine Güte. Meine Güte, also wenn die nicht Europameister werden, wäre alles andere wäre auf jeden Fall inakzeptabel. Deutschland muss verletzt wechseln, Niklas Dogsch muss gefasert. 2 Wochen wird er raus sein, ne? Shit. Shit, shit, shit. Luka Netz kann hier spielen und Karl, das sind natürlich, scheiße, ey. Er ist natürlich schon auch eine Schwächung, ne? Muss man dann auch schon sagen. Wir bringen Luka Netz dahin, dann Arebi kann hier hin. Der hat nämlich auch eine 91er Dienstverteidiger, aber der ist halt auch als Innenverteidiger so stark. Machen wir es so. Gut. Hoffen wir, dass das uns nicht auf die Füße fällt, hier nach 17 Minuten schon wechseln zu müssen. Denn links Mittelfeldspieler ist natürlich bitter. Ne? Jetzt Greenwood auf der rechten Seite. So, Tammy Abraham, der kommt aber zu langsam und deshalb ist Tasse Azul da und kann klären. Gut gemacht. Konzentration bitte, das dürfte nämlich ein spannendes Spiel hier werden. Wenn die Engländer hier ein Tor machen, dann sieht es für uns ganz schön schwierig aus. Und wen haben die so auf der Bank sitzen? Ne? Auch noch alles hier, 84er bis 86er, auch stark. Julian Brandt bringt da Phil Foden zum Fall und deshalb gibt es Gelb. Die Fans haben gute Stimmung und Morten Knappen
der Schiedsrichter bisher das ganze Spiel hier gut in der Hand, ist aber auch nicht so viel wild. Jetzt Jude Bellingham, der 97er, setzt sich hier durch gegen Tazza Azul und jetzt macht er einen Schuss aus 13 Metern. Tag 1-0, ich hab's gesagt, Bellingham mit einer 97 ist natürlich einfach eine Ansage, sondersgleichen. Boah, aber wir direkt vom, ja, direkt vom Startpunkt aus, Inselmann mit einem Traumpass auf Luca Netz ist nur noch Aaron Ramsdale da, der verzögert, Schlenzer, Ball, guckt hinterher, der Ramsdale, der Ball fliegt, nein, das geht ja doch, er geht rein, 1-1, meine Güte, huiuiui, ich hab gedacht, der Ben Godfrey kann ihn da noch klären, aber er kommt nicht mehr dran, der hat den Ben lassen, 1-1, huiuiuiui, und das hier, lange Zeit nichts passiert und dann vor der Pause mit zwei Aktionen, zwei Tore hier. Jude Bellingham auf der einen, Luca Netz das Gegenstück auf der anderen Seite. Und wir werden jetzt Brandt hier rausholen. Nein, wir werden Jonas Buhr auswechseln müssen, weil Kai Havertz mit einer 91 natürlich auch immer diesen einen Unterschied machen kann. Ne? Und die gelbe Karte Julian Brandt werden wir mit Goretzka ersetzen. So, dann haben wir hier alles, was wir stärketechnisch noch reinwerfen können, mit reingebracht. Und jetzt schlägt unsere große Stunde hier. Jetzt werden wir den Engländern noch ein Tor reinschießen und dann hier mit 2-1 gewinnen. Unser gegnerischer Trainer Kenyon, ich kenne ihn nicht. Kennt ihr den Kenyon? Keine Ahnung. Tazza Azul mit einer harten Attacke gegen Tammy Abraham. Das macht, ergibt doch keinen Sinn. Das ist auch so geil, ne? Weil jeder sagt in Deutschland, das macht keinen Sinn, aber das heißt eigentlich, ergibt keinen Sinn. Oh, Foden, wird ein toller Pass auf Bellingham, der auf Abraham, der jetzt wieder auf Greenwood und der zögert keine Sekunde, schießt das Ding rein. 1-2. 1-2 für England und Jude Bellingham macht es nochmal stark. Nach vorne geht er mit dem Flankenball in die Mitte auf Tammy Abraham schon wieder, aber Dirk Schröder hält das Ding. Oh Jesus. Halbe Stunde ist noch Zeit und Kai Havertz jetzt auf der rechten Seite völlig frei, liegt quer auf Mirko Paul, was macht der? Der macht einen ganz schlechten Schnitt, aber er macht trotzdem einen ganz schlechten Tor, macht der, ist egal, Hauptsache drin, der macht einen ganz, ganz schlechten Pass, Tor, was auch immer. Mirko Paul 2-2, ja super. Und es geht aber jetzt wieder in die andere Richtung, gutes Passspiel von England in der Mitte, durchs Mittelfeld geht der Ball. Schön fein hin und her, aber Mirko Paul springt da dazwischen und nimmt Mason Greenwood den Ball hier. Ab 20 Minuten haben wir noch die Kollegin aus England wechseln. Josh Timon kommt für Ben Chilwell. Und Josh Timon kennen wir natürlich auch sehr gut. Ne? Aber jetzt erstmal ein Freistoß, den zirkelt Willock auf Foden. Foden köpft den Ball, aber Dirk Schröder hat ihn dann. Oh, das hätte auch gefährlich werden können. Uyaku Saka kommt rein für Hudson-Odoi auf der linken Außenbahn. Frisurentechnisch ist das gar keine Veränderung. Hoffentlich spielerisch auch nicht, weil wir haben nicht viel gesehen von Hudson-Odoi. Ne? Das wäre jetzt wichtig. So, Konzentration aufpassen. Die Engländer sind müde. Wir können da noch ein bisschen besser mit umgehen. Guck mal, wir haben alles über 70 und die sind hier schon im 50er-Bereich bei der Frische. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Hoppi galoppi auf nach vorne und lass die rennen noch ein bisschen. Und dann wischt den einen rein. Dyson Nelson kommt auf die rechte Außenbahn für Mason Greenwood. Der hat schon mal ein Tor gemacht und sieht jetzt aber erstmal, wie Dirk Schröder den Ball auf Goretzka abwirft. Und der spielt den Ball auf Adeyemi. Und das ist toll. Adeyemi läuft noch, schießt, der Ball fliegt. Deutlich am Tor vorbei. Geht er noch ein paar Meter. Eieieiei. Und dann ist hier pünktlich Schluss. Es geht in die Verlängerung. Das war natürlich jetzt nicht ganz so gut geplant. Aber hey, die Verlängerung dürfte für uns sprechen, weil wir einfach frischer sind und wir spielen hier super gut gerade. Doppelpass im Strafraum, Goretzka schießt, Aaron Ramsdale, Kopfball, Parade, Ecke, meine Güte. Luca Netz mit der Ecke jetzt auf Adeyemi, Kopfball Adeyemi, der springt über Gomez, aber der Ball geht nicht rein. Joe Gomez, ist ein bisschen langsam gewesen, kam dann nicht zum Kopfballduell hin, nicht so schlimm, weil es ist nichts passiert. Ne? Hoch und weit kloppt der Joe Wilcock den Ball jetzt nach vorne. Foden verliert das Kopfballduell gegen Bella Kotschap, aber der Ball landet bei Bellingham vor den Füßen und er schießt in die Mitte des Tores. Und da steht aber Dirk Schröder und deshalb kein zweites Tor für Bellingham. Die erste Halbzeit der Verlängerung ist vorbei, die zweite startet sofort und wir müssen jetzt hier weiter konzentriert spielen. Die Engländer kommen mit Buyako in den Strafraum, der schießt, Dirk Schröder ist da, hat den Ball. Uiuiuiui. Luca Netz mit der nächsten Ecke, die zweite erste in diesem Spiel für uns und die ist ganz schwach, landet bei Aaron Ramsdale in den Armen. 7 Minuten haben wir noch. Jetzt müssen wir nochmal nach vorne gehen. Sonst ist das Elfmeterschießen und das ist natürlich ein Glücksspiel, ein reines Glücksspiel. Aber es ist vorbei, das Spiel ist schon rum. Und Jude Bellingham mit einer 19er Frische humpelt hier quasi nur noch über den Platz. Aber hey,
es ist, wie es ist. Ne? Jetzt muss man gucken, die Elfmeter. Ne? Das ist natürlich, das kann alles sein. Das kann alles sein. Das kann von Verlieren bis zu Gewinnen alles sein. Also eins von beiden werden wir auf jeden Fall. Torben Hindemann läuft an Tor. Ganz klar, ganz sicher reingemacht. Überhaupt kein Problem für den Offensivmann im Mittelfeld der Würzburger Kickers. Elfmeter jetzt für Joe Wilcock. Der legt sich den Ball hin. Und Dirk Schröder hält den Ball. Der Dirk Schröder hält den ersten Elfmeter. Das ist natürlich die richtige Ansage, psychologisch gesehen. Ne? Direkt den ersten Elfmeter halten als Torwart. Da machst du mal einen ganz dicken, haust du da raus. May. Rayembi schießt. Tor. Das ist klar, dass wir jetzt hier gerade in der Überhand sind. 2-0 führen wir, was die Elfmeter angeht, aber die Engländer haben auch noch einen nachzulegen. Tammy Abraham schießt, läuft an Tor. 2-1 natürlich nur noch im Elfmeterschießen, insgesamt 4-3. Aber hey, wir haben schon einen gehalten und ich habe das Gefühl, dass unser Kollege Dirk Schröder noch einen hält. Kai Havertz legt sich den Ball zurecht, läuft an Tor. Also bisher hier ganz sicher die Deutschen im Schuss. Duell mit den Engländern vom Punkt. Und es wäre ja keine Überraschung, denn man kennt ja gegen England. Gefühlt ist das immer der Fall. Bellingham aber ganz sicher mit der 93. Der konnte gerade noch so laufen. Ne? Von Anlauf bis zum Elfmeterpunkt. Hat gerade noch funktioniert und dann ganz trocken reingebuttert. Dirk Schröder legt sich den Ball zurecht, läuft an Tor. Sogar Dirk Schröder macht die Tore rein. Vor allen Dingen ist das hier irgendwie schon so was. Unser vierter Schütze ist einfach Dirk Schröder selbst. Ja, okay, guten Morgen. Und jetzt kann er noch einhalten. Phil Foden läuft an und der Ball. Nein, er geht nicht rein, weil Dirk Schröder ihn hält mit Ansage. Ja, sensationell. Damit sind wir durch. Dirk Schröder hat sich einfach gedacht, hey, ich schieß einen rein und halt einen, dann ist das hier gegessen. Und so macht das auch. Boah, Mann des Tages. Subi, was kann der denn hier? Elfmeter immerhin. Also 60 ist jetzt auch nicht so geil, aber offensichtlich gibt es keine besseren Elfmeterschützen in Deutschland. Zumindest von denen, die wir ausgewählt haben. Italien ist leider raus, schade. Christian Totti hat hoffentlich beide Tore wenigstens gemacht. Gegen Spanien rausgeflogen, das heißt wir gegen Spanien im Halbfinale. Auf der anderen Seite besiegt Belgien Niederlande und Österreich verliert gegen Frankreich. Also Belgien gegen Frankreich spielt da. Die können sich sogar noch gut unterhalten. Ne? Also mal gucken, wo das hingeht. Südamerika-Pokal, da ist auch noch was dabei. Nämlich Chris Richards spielt hier noch. Und die sind zumindest auch im Viertelfinale, die USA, da angekommen. Okidoki. Einer der Jugendspieler hat abgesagt, nämlich Florin Berenguer. Der 16-Jährige mit 9 Talentpunkten bleibt bei Stadrennen. Aber dafür kommen der ZM mit 19 Jahren, 73, Harry Brazel. Und Christopher Bieber kommt ebenfalls, der rechte Mittelfeldspieler, 18 Jahre, 66. Mal gucken, wie viele davon dann bleiben von den beiden. Jetzt geht's gegen Spanien. Die besten Spieler sind hier Gabriel Veiga, Petri und Ansu Fati. Insgesamt ist das ein sehr enges Spiel. Wir sind gerade 8 Punkte stärker, haben mit Niklas Dodge auf der linken Seite allerdings auch noch jemanden zu ersetzen. Das ist dann so, ne? Und wir können überlegen, ob wir vielleicht nicht Gnabry, aber dann hier nach vorne setzen. Das ist die wenigste Punktzahl, die wir dann liegen lassen. Okay, also Sascha Meier ist doch nicht der zweitbeste Torwart, ne? Mit einer 82 ist da... Vor ihm noch mit einer 89 der Ter Stegen am Start. Ist aber egal, trotzdem bleibt er da. Der bleibt jetzt da. Ach, das kann man ja jetzt wieder nicht mehr machen. Ne? Wenn man das jetzt, das ist ja der Mist hier in der Nationalelf. Wenn man das jetzt hier so tut, kann man das hier irgendwie jetzt speichern einfach als National. Vielleicht funktioniert das ja dann. Mal gucken. Gehen wir noch in die Taktik rein. Die Laufwege, die sehen ganz gut aus. Insgesamt hier nochmal. Warum ist das denn schon wieder hier? Ah, wahrscheinlich eben genau wegen dem Mist, ne? Okay. So, machen wir mal so. Na, reicht nicht. Hilft nichts hier. Leider geht es immer wieder zurück. Ah, das ist nervig beim Fußballmanager auf jeden Fall. Ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Auch Taktik. Ne, Taktik ist aber jetzt geblieben. Aber das System ändert sich immer wieder. Ja, dann müssen wir es anders machen, weil das ist schon nochmal eine deutliche Schwächung hier. Dann müssen wir es so machen und so machen und so machen. Oder?
Na, doch, so rum. Können wir Knabri aber auch eigentlich nicht gebrauchen, ne? Okay, alles klar, gut. Weiter geht's im Halbfinale jetzt gegen Spanien und wir sind ein Ticken besser. Ne? Das ist das Spiel eures Lebens. Macht das jetzt hier. Müssen wir natürlich nehmen, die Ansage, weil wir wissen ja nicht, ob wir in dieses Finale kommen. Weil wenn, dann ist natürlich das Finale das Spiel des Lebens. Ne? Oh, Adeyemi kriegt einen tollen Pass von Netz hingelegt. Legt den jetzt zurück auf Inselmann. Und Inselmann 1:0 in der dritten Minute. Ja, hallo. Hallo wach, sagt man da früher, ne, im Radio. Gab es bei uns ein Programm, das hieß Hallo wach. Ja, guck mal, wären die mal wach gewesen, die Spanier, hätte das hier nicht geklingelt. Aber so steht es 1:0 für Deutschland. Durch eben Tom Inselmann Vorlage Adeyemi. Und die nächste Ecke haben wir auch schon rausgespielt. In 6 Minuten. Luka Netz springt ihn rein. Aber Jonas Buhr schubst da Ivan Munoz. Und dann gibt es folgerichtig Freistoß für Spanien. Und dann landet der Ball weiter vorne bei Odriozola. Der flankt ihn auf Gabri Veiga. Der schießt den Ball deutlich drüber. Oh nein, noch eine Verletzung. Jonas Buhr muss raus. Gehirnerschütterung. Das ist nicht so lang. Okay, dann tut mir leid. Aber dafür kommt dann Havertz. In der 16. Minute ist das immer bitter. Warum sind die alle so früh verletzt hier? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Geil ist auch, unsere Frische ist immer hier 100%. Dafür ist unsere Fitness. Ah, ich habe, glaube ich, kein Training angestellt. Das kann natürlich auch sein. Huch. Huch. Ecke von Spanien. Odriozola. Tazazul klärt. Der Ball landet bei Gabri Veiga. Der zentrale Mittelfeldspieler von der Spanier. Der schießt einfach. Und dann ist Andro Fati da. Der lenkt den Ball nochmal ab. Und der Ball geht in die andere Richtung. Und dann ist er nicht drin. Dirk Schröder war schon unterwegs nach rechts. Der Ball geht nach links und geht aber auch links am Torpfosten vorbei. Glück gehabt. Glück gehabt. 20 Minuten gespielt hier und wir führen immer noch durch das frühe Tor mit einem 1:0. Mussten auch schon einmal wechseln, also hier ist einiges schon passiert. Jetzt die erste gelbe Karte auch für uns. Also gefühlt ist alles nur für uns hier am Start. Weiter so können wir sagen, Lukas Brandt versucht es nochmal. Julian Brandt und er kriegt eine Ecke, weil Crespo den abfälscht. Und Luka Netz bringt ihn jetzt rein. Und da steht allerdings nur ein Abwehrspieler, wo der Ball hinkam. Und deshalb gar kein Problem für die Spanier, die wiederum auf der anderen Seite sich eine Ecke erspielen. Alvaro Odriozola bringt ihn rein. Veiga gegen Kotschap im Kopfballduell. Aber arme Bella Kotschap ist deutlich höher gewachsen, springt auch deutlich höher. Und deshalb überhaupt kein Problem, da gegen den flexiblen Spanier den Kopfball da zu gewinnen. Taza Azul mit gestreckten Beinen gegen Molejo. Ich weiß nicht, wie man das heißt. Hier, das heißt, also gelbe Karte für Taza Azul. Der wird jetzt auch nochmal ausgespielt von Fati. Und dann gibt es einen Außenpfostenkracher. Huiuiui. Taza Azul jetzt gerade echt nicht so gut dabei, die letzten 2 Minuten. Aber insgesamt war das eine solide erste Hälfte. Von daher bleibt er erstmal drin, so wie wir das ja normalerweise auch immer machen. Ne? Ihr kennt's. Ja, okay. Sehr gut, weiter so. Gegebenenfalls hätte ich wirklich mal Training einstellen sollen. Habe ich mir nicht so dran gedacht irgendwie. Fitness sieht nicht so geil aus bei einigen. Havertz legt den Ball jetzt auf Adeyemi und der schießt aus der Entfernung rein. Einfach drin. Der war gar nicht so gefährlich aus, der Schuss. Da dachte ich mir so, ja, okay. Und dann ist er drin. Was macht der Keeper hier von den Spaniern? Paul Lopez guckt sich das einfach nur an. 2:0, das sieht doch nach einem richtig guten Ergebnis jetzt hier aus. Eckball rausgespielt von Saligi, die kommt von Luka Netz rein und da ist Paul Lopez endlich mal am Fuß erwischt worden. Und nicht am falschen, sondern am richtigen und deshalb kein Problem. Wir wechseln aus und wir wechseln ein. Und dann soll es das schon sein. Alles klar, meine Lieben. 2:0 ist natürlich ein Ergebnis, das ist schon mal trügerisch. Ne? Wenn du dann eins kassierst, dann gerätst du unter Druck. Aber 2:0, dann müssen die erstmal 2 Tore für schießen, dass das hier in die Verlängerung gehen sollte. Pedri kommt rein für Mikel Oyarzabal. Der spielt ja bei Bayern München. Und Pedri eben noch unter den Top 3 der Spieler gewesen, was die Stärke angeht. Die ganze Zeit hier bis zu 66 Minuten auf der Bank gesessen. Jetzt endlich drin, vielleicht zu spät, ne? Pedri hier mit einer 80, das kann aber auch nicht sein, oder? Das ist doch der falschen Position eingewechselt worden. Das kann natürlich auch möglich sein, ne? Munoz holt sich auch eine gelbe Karte hier. Jetzt geht es so ein bisschen ruppiger zu. Julian Brandt hat doch zuvor noch eine gesehen. John Joe Patrick Finn. Ja, wenn das nicht der klassische Spanier ist hier. John Joe Patrick Finn. Kommt rein für Molejo. Den haben wir auch nur gesehen, weil er mal gefoult wurde. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit einem Angriff. Mokoku bekommt den Ball. Aus der Drehung schießt er. Paul Lopez kann den Ball aber allerdings halten. 9 Minuten haben wir noch. Super gespielt.
ganz, ganz sicher hier nach Hause bringen wir das hier. Sehe ich auf jeden Fall so. Luka Netz flankt nochmal in die Mitte. Da Unai Núñez verlängert den auf Kai Havertz und dann schießt er. Aber Munoz springt nochmal dazwischen. Da haben sie Glück gehabt. Und die Spanier, dass es nicht ein 3:0 wurde. Aber ein Eckball immerhin in der 88. Minute. Luka Netz bringt den rein. Lopez ist zu langsam. Oh doch, kriegt den gerade noch so. Ich hatte da schon Moukoko jubeln sehen. Und es ist immer noch nicht vorbei. 89. Minute. Kai Havertz versucht nochmal. Geht an Núñez vorbei. Und dann Lopez wieder mit dem guten Einsatz dieses Mal. Hält er das Ding im Spiel bzw. außerhalb des Tores. 90 Minuten sind rum. Es wird eine Minute Nachspielzeit passieren. In der passiert allerdings nichts. Und deshalb sind wir weiter im Finale der Europameisterschaft. Klasse. Und wir sind dran gegen Frankreich. Mbappé und Dembélé haben die Tore gemacht. Und auf der anderen Seite Abdoulkarim Kamara bei den Belgiern. Guti. Also, auch das ist schon mal eine ganz gute Ansage, ne? Die USA ist weitergekommen ins Halbfinale, dann da aber gegen Argentinien raus. Das heißt, die spielen in der Finalrunde um den dritten Platz gegen Venezuela. Und Brasilien gegen Argentinien ist eben, oh Gottes Willen, im Finale des Südamerika-Pokals. Fußballquiz, das gibt doch nichts, ey. Oh je. Welches ist aus der Bundesliga abgestiegen? Was? Welches dieser Teams ist in der letzten Saison aus der Bundesliga abgestiegen? Oh, scheiße. Gegen wen haben wir in der letzten Saison gespielt? Gegen Bremen, oder? Oh, Glück ab. Das ist Hansa Rostock. Welcher Verein spielt hier? Oh, scheiße. Die sehen immer alle gleich aus. Das ist Manchester. Oh, wie heißt der Kapitän von Mainz 05? Oh, was weiß denn ich, ey? Oh. Fernandes? Oh, nein. Niakite. Okay, Niakite. Vier Fragen, immerhin, ey. Nur minus eins und minus vier bei Fanbeliebtheit und 400 Euro geholt, ne? So 8 Jahre später fragen die nach irgendwelchen Kapitänen, ey. Das ist auch wild. Das ist auch sehr, sehr wild. Trey Kelsey bleibt auch bei seinem Verein. Der Rechtsverteidiger will lieber bei Bournemouth bleiben. Okay, wäre auch ein neuer Talent gewesen. Schade, ne? Schade. Es geht im Finale der EM gegen Frankreich. Die haben schon zweimal einen Titel geholt und zweimal Vize wurden sie. Also da wird irgendwo eine 3 hinkommen bei den beiden. Beste Spieler Mbappé, Aouar und Dembélé. Stärketechnisch quasi identisch. Und auch so, ne? Saison und Form quasi hier 1:1 gegeneinander. Jonas Buhr, das ist natürlich sehr bitter, ne? Zwei unserer Spieler, Dox und Buhr, verpassen hier das Finale der EM. Sehr, sehr traurig, aber kann ich leider jetzt auch nichts dran ändern, meine Lieben. Tut mir leid für euch. Tut mir sehr leid für euch. Ja, die anderen spielen aber so weiter, ne? Das Geheimnis war ja, dass wir hier kaum was geändert haben bisher. So, heute zerbrechen wir als Einzelspieler oder wir gewinnen als Team. Also, gewinnt einfach als Team. Das wäre doch jetzt das Optimalste der Optimalen. Zinedine Zidane ist übrigens der Trainer von Frankreich. Und er sieht, wie wir auch direkt schon wieder einen verletzt bekommen. Bella Kotschap muss raus, dafür kommt Süle rein, hat immer eine 14er Form. Das ist also von daher, könnte es schlimmer sein, aber das sind trotzdem 2 Punkte. Ne? Und nach 3 Minuten, also 2 Stärkepunkte und nach 3 Minuten schon mal ein Wechsel, das ist auch übel eigentlich. Ne? Das ist eigentlich sehr, sehr übel. Eieiei. Gelbe Karte Dembélé, weil er Saligi hier den Ball vom Kopf nimmt mit dem Fuß quasi und dementsprechend hohes Bein. Jetzt Hussam Aouar mit einer tollen Aktion. Dann muss er schießen, aber er vertändelt den Ball, weil er da nochmal zaubern und rumwatschen will. Ja, so kann es gehen. Ne? Stattdessen jetzt auf der gegenüberliegenden Seite Mirko Paul mit dem Ball. Der bringt ihn einfach nach innen. Inselmann setzt sich durch, köpft den Ball auf Adeyemi und Adeyemi mit dem Außen drin ist einfach reingezimmert. Das ist schön. Schnörkellos gespielt. Flanke, Kopfball, Schuss, Tor. Nicht wie Aouar da eben, der sich da ja einfach irgendwie verlor, ne, in diesen Spielen. Aouar, hatten wir den nicht auch irgendwie oder war es letztes Mal bei Manchester United auf dem Zettel gehabt? Ich weiß es schon nicht mehr, aber irgendwie sagt er mir was. Oh, Dembélé auf Cherchi, der geht an Saligi vorbei. Aus 16 Metern schießt er allerdings den Ball am Tor vorbei.
Mbi geht auf der linken Seite steil, kriegt jetzt den Ball abgenommen von Renaud Pilloir. Aber der weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll, wartet zu lange. Und deshalb holt ihn Mbi wieder. Der flankt ihn jetzt in die Mitte rein, dass Mikko Paul schießt auf die kurze Ecke. Paul Bernardoni, man kennt ihn. Man kennt ihn, den Leipziger. Hält das Ding hier sauber, ey. Boah. Ousmane Dembélé schießt hier Arre Mbi an und deshalb gibt es Ecke für die Franzosen. Aua, bringt sie in die Mitte rein. Da ist Anthony Martial, dass der noch da ist überhaupt. Aber der kriegt das Ball, gerät nicht auf das Tor. Martial mit einer 81 da vorne drin. Okay, okay. Wir gucken gleich mal, wie alt der schon mittlerweile ist, ey. Heuiuiui, so richtig gute Stürmer haben die aber auch nicht, ne? Sekou Mara kommt da noch mit 80. Na gut, wir haben 86er und 84er, ne? Das ist schon mal noch, doch nochmal einen Ticken besser. Der Mele setzt sich gegen Niklas Süle durch, dann spielt er den Ball dem Aua in den Fuß, aber da ist Dirk Schröder am Start und hält ebenfalls gut. Aua mit der Ecke, die dann folgt, auf Süle und der, hui, besorgt die nächste Ecke für die Franzosen. Die kommen von der rechten Seite diesmal rein. Aua auf Mbappé, der längert den Ball auf Dembélé und der macht das 1-1. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tazza Azul senzt da Martial um. Und deshalb gibt es die gelbe Karte. Meine Güte. Ja, 1-1. Durchaus munteres Spielchen hier. Und da muss allerdings dann noch was kommen. Ne? 1-1 reicht nicht, um Weltmeister zu werden. Und auch nicht, um Europameister zu werden. So. Es geht weiter. Wie sieht die Statistik aus? Sie spricht sogar für die Franzosen. Martial auf Mbappé, der will das Ding in die lange Ecke schlänzen. Dirk Schröder springt und klärt den Ball noch zur Ecke hin. Die vierte für Frankreich. Auch kein Problem für Dirk Schröder. Okay, Aua, versucht jetzt nochmal. Aua ist richtiger Aktivposten bei den Franzosen. Schießt aus 22 Metern, wird abgefälscht. Dann landet der Ball dem Mbappé vor die Füße und dann ist das Ding drin. Oh, oh, oh. 2-1 für Frankreich. Jetzt müssen wir was tun, meine Lieben. Und wir werden was tun. Wir werden auswechseln und zweiten Stürmer vorne reinstellen. Mit Moukoko. Und dann müssen wir natürlich hier in die Taktik reingehen. Laufwege nochmal verändern. Und Havertz auch hier. Braucht das so und so. Und generell nochmal kurz schauen. Die Taktik, Entschuldigung. Müssen wir jetzt müssen wir richtig pressen. Ne? Jetzt müssen wir hier richtig pressen. Hilft ja nicht. Wir müssen die Franzosen jetzt da einkesseln in ihrem eigenen Spielfeld. Oh, oh, oh. 2-1 für Frankreich. Aber es hat sich angebahnt. Die haben eine deutlich höhere Chancenstatistik rausgeholt. Bosingwa, der zentrale Mittelfeldspieler, versucht es mal aus 27 Metern. Kein Problem für Schröder. Und jetzt macht Aua im Mittelfeld ganz schnell. Holt den Ball, spielt ihn auf Mbappé. Der macht noch einen halben... Au, der macht noch einen halben Haken mehr, wollte ich sagen. Und dann ist da aber noch Tazza Azul da gewesen und kretscht den Ball vom Kopf. Vom Fuß. Upamecano, was ist das hier? Antrittsschnelligkeit 91, 87 und er hat da 97 und 93. Außen vorbei und Flanken. Was hat er für Flanken-Dings hier? Fernstöße, Flanken, 99. Ja, machen wir mal. Versuch mal. Außen vorbei und Flanken. Saligi führt den Ball lange auf dem Flügel. Gary Blumack ruft ihm was zu. Jetzt schaltet er in Turbo ein, geht an Upamecano vorbei. Kurzer Blick in die Mitte. Flanke auf Moukoko. Moukoko mit dem Kopfball. 2-2. Sehr gut. Wunderbar. Perfekto. 2-2. Das war die richtige Entscheidung. Aber direkt mal die Franzosen vom Anstoßpunkt aus mit Tchatchi auf Martial, der über links kommt. Der bringt den Ball jetzt in die Mitte auf den Belay. Der schießt, aber dann... Wow, Dirk Schröder mit der Glanzparade. Mit der Glanzparade. Mensch, Mensch, Mensch. Vielleicht sollten wir jetzt mal die Taktik ein bisschen zurückschrauben, weil wir hier eventuell den Kollegen hier ein bisschen die Karten spielen mit unserem offenen Spiel. Die kommen hier gegen uns ganz gut ran, ey. Boah. Hilfe. Mbi schon wieder gegen Pilloir auf der rechten Seite und holt sich den Ball schon wieder im zweiten Anlauf erst. Dann Flanke in die Mitte, da ist Moukoko, diesmal Upamecano, der den Ball dann wiederum zur Ecke abwehren kann. Die zweite Ecke in diesem Spiel, Luka Netz bringt sie rein, Meccano
kriegt den Ball nicht rausgeköpft, Zuma ebenfalls nicht, dann ist da Yusufa Mokoku, der schießt den Ball und der Ball fliegt dem Adeyemi gegen die Hacke und dann fliegt der Ball weiter und dann ist Bernardoni chancenlos und der Ball geht rein und dann ist er drin und aua, hat er das Abseits aufgehoben, der hier so aktiv für Frankreich gespielt hat und so gut eigentlich mit dabei war, ist hier der Doofe im wahrsten Sinne des Wortes, weil er nicht schnell genug rausgekommen ist aus diesem Abseitsverhältnis. Meine Güte, Spiel gedreht. Nathaniel Nwoku kommt rein für Samuel Bosingwa und Michael Olise kommt rein für Ousmane Dembélé. Und dann kommt noch Raphael Varane, auch schon gefühlte 40, für Kurt Zouma, den man auch noch kennt. Meine Güte, Viertelstunde, die Franzosen kommen, holen sich eine Ecke raus, auf der rechten Seite kommt sie jetzt von Aua rein, Mappé mit einem Kopfball, aber Tassasul kann diesen Kopfball sehr gut klären, hat er stark gemacht, unser Innenverteidiger, mit der gelben Karte, aber Frankreich mit Wut im Bauch kommt jetzt über die rechte Seite, Michael Olise bringt den Ball rein, schießt, aber deutlich drüber, okay. 10 Minuten noch, Konzentration bitte, dann sind wir noch Europameister, hopp, 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 kommt jetzt. Das sind ja auch noch Titel für einige von euch, ne? Muss man ja auch noch sehen. Oh, Mbappé aus 30 Metern. Oh, was für ein Kracher, der Ball. Dirk Schröder. Noch richtig schön gehalten, das Ding. Mbappé liegt da jetzt verletzt am Boden. Wir spielen aber trotzdem weiter. Richtige Arschlöcher. Hohen Freistoß raus. Havertz trifft ihn aber überhaupt nicht gut. Und deshalb geht er deutlich ins Tor aus. 6 Minuten haben wir noch zu spielen. Und da ist keine Nachspielzeit mehr. Um Gottes Willen, die armen Franzosen. Ist mir aber auch egal. Zack, wir sind Europameister. Ja, wunderbar. Wenn wir schon nicht Meister werden, dann wenigstens Europameister. Mokoko, Mann des Spiels, Vorlage und Tor gemacht. Ja, was für ein Ding, ey. Salih G sehr gut gespielt, Dirk Schröder sehr gut gespielt. Eine klasse EM von Deutschland. Wenn auch das Finale, ich muss sagen, ein bisschen unverdient ist. Ne? Aber wer am Ende die Tore schießt, also mehr als der Gegner, hat halt gewonnen. So ist das. So ist das. Brrr. Pipi, oh, da habe ich was gesehen. Pipi wechselt von Stuttgart weg. Ich habe ihn ein bisschen schnell weggedrückt hier. Gucken wir mal gerade rein hier. Oh, ein Video noch. Und dann sind wir schon quasi durch. Oh, ich hab's schon weggedrückt. Egal. Macht nichts. War eh nur, dass wir Europameister geworden sind. Dann haben wir schon selbst gemerkt, ne? So, jetzt gucken wir gerade mal. Hier Pipi wechselt. Ah, er wechselt zu Stuttgart. Die Stuttgart hat schon wieder mit einem guten zentralen Mittelfeldspieler, ne? Da holen die einfach immer gute Leute rein. Pipi nach, die 100 hat er nicht voll gemacht bei Deportivo Alaves. 25 Millionen haben die uns damals für den gegeben. Und hat immerhin 13 Tore gemacht. Diese Saison auch noch einiges an Vorlagen, nämlich 8 Stück ungefähr oder 9. Und jetzt wechselt er zu Stuttgart. Die letzte Saison von uns können wir nochmal gegen Pipi spielen, das ist auch schön. Mokiele werden wir nicht verkaufen, nein. Oh, der wird richtig sauer, ne? Der will richtig gehen, ey. Shit, ey. Egal. Brasilien gewinnt den Südamerika-Pokal 3:0 gegen Argentinien, am Ende sehr deutlich. Niklas Dogsch in der 11 des Jahres, man weiß nicht warum. Der eine Typ ist, der einfach dann noch verletzt war am Ende. RMB von uns auch noch dabei und ansonsten alle möglichen anderen Menschen. Tja, okay, von mir aus. 10 Tore, Mbappé ist natürlich dann schon auch eine Ansage, warum der auch in der 11 des Tages dabei sein sollte. Und hier, ne, Sevilla, guck mal. Sevilla hat Karim Kamara zum Nationalspieler gemacht. Abdulkarim Kamara, noch bei uns gespielt, vor ein paar Jahren in 34 Spielen 9 Tore gemacht, dann für knapp 35 Millionen nach Sevilla gewechselt und da in 52 Spielen 23 Tore geschossen. Gut gemacht. Spieler des Turniers, Aua, der dann leider im Finale ein bisschen abgeschwächelt ist, ist aber mir wurscht. Überraschung des Turniers ist Österreich und Enttäuschung war Portugal, die haben wir auch weggesenzt in der Gruppe, die sind gar nicht erst weitergekommen. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier noch jemanden dabei haben für uns. Oh, plus 2, ne? Adeyemi, ey. Scheiße, der spielt ja bei Bayern, ey. Das ist für uns natürlich doof. Bosingwa plus 2. Jonas Buhr plus 1, sehr gut gespielt. Aster Franks plus 2. Mbappé plus 1. Jason Knight minus 2. Daryl O'Shea minus 2, also die Iren haben hier einen draufgekriegt. Chadia Soyuncu hat er nicht beim letzten Turnier auch schon minus 2 bekommen oder sowas? Ich weiß nicht, irgendwie ist der nicht so gut in der Nationalelf. Tobias Laval von Österreich plus 2. Myron Boadu aus den Niederlanden plus 1. Nicolo Rovella plus 1.
Totti bitte noch, aber der Totti ist nicht dabei. Abdul Karim Kamara plus 2. Awa plus 2, auch ganz stark, ne? Trincao von Portugal minus 2. Jeremy Doku aus Belgien plus 2. Leo Kreimel plus 2 aus Österreich, das war's. Leider nur, aber es ist ja immerhin etwas, Jonas Buhr von unseren Spielern plus bekommen, ne? Schade drum. Ah, da kam gerade übrigens noch ein Kommentar rein von Isländer. Bitter, aber trotzdem eine geile Saison. Torgefährlichster Mittelfeldspieler der Liga. Viel mehr geht für mich ja auch nicht wirklich. Das ist ja super. Als neue Formation für die neue Saison vielleicht eine klassische Raute. Ja, da, ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht in der kommenden Saison das System nochmal umstellen sollten müssten. Um nicht irgendwie so langsam auch für die KI berechenbar zu werden. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal, was wir nachher für Leute haben. Und dann können wir das für den Start der kommenden Saison, weil jetzt ist ja hier schon vorbei, so ungefähr, können wir das ja mal ausdiskutieren mit denen, die noch in den Kommentaren aktiv sind. Ob wir auf 2 Stürmer stellen, weil ich habe das Gefühl, wir haben diese Saison richtig viele Stürmer. Es gibt hier über 60 Millionen durch die Fernsehgelder für uns, das ist natürlich super. Oh, das ist wieder Quatsch, ne? Das tue ich jedes Mal. Egal. Club-Weltmeisterschaft ging an Dortmund, Supercup ging an Dortmund, Champions League und Europa League allerdings komplett in englischer Hand, Chelsea und Arsenal, die beiden London-Clubs. Ne? Jugendarbeit, wir sind die beste Jugend und zwar mit Abstand. Guckt euch das mal an hier. Boah, das sind 50 Punkte Abstand. Menschenskinder. Ligaentwicklung, ja, so knappe 2,5% plus. Rangliste, Deutschland EM, ne, Europameister geworden, trotzdem nur Vierter. Australien, Frankreich und Brasilien sind vor denen, okay. Europas Top 11, leider auch keiner von uns dabei, das ist immer sehr schade, ne. Ganz viele von Chelsea, Abraham, Mason Mount, Ben Chilwell, Kurt Zuma, der auch 33 schon ist. Stimmt, das wollte ich eben geguckt haben bei den Franzosen. Ashraf Hakimi, kennt man auch noch aus der Bundesliga. Dann haben wir die Auslosung vom DFB-Pokal, die machen wir auch noch mit. Es wird ein bisschen längere Folge, aber ist dann so, ne? Ihr kennt das ja am Saisonende. Holstein Kiel darf empfangen Hansa Rostock. Oh, das ist aber hier ein Nordderby quasi. Der kleine Nordclub gegen den großen Nordclub so ungefähr. Also auch nicht so riesengroß, aber hey. Kiel gegen Rostock auf jeden Fall. TSV Aubach, nein, Aubstadt gegen Hoffenheim. Dann haben wir den FC Erzgebirge Aue aus dem Osten gegen den Hamburger SV, ebenfalls aus dem Norden. VfB Auerbach, die Chemie Leipzig rausschmissen. Aber die müssten doch dann... Auerbach müsste doch in der zweiten Liga sein. Das dürfte doch gar nicht sein, dass die zuerst gezogen werden. Oldenburg auf jeden Fall jetzt gegen Würzburg. Da sind wir ja schnell dabei. Okay, sind wir schnell durch. Das ist natürlich ein easy Los, ne? Auf dem Papier natürlich. Aber hier Auerbach interessiert mich jetzt mal. Die sind doch in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, warum werden die denn sofort gezogen? Sind nicht die Amateurvereine hier auf der als erstes zu ziehen? Aber Bielefeld auch, ne? Bielefeld, ja, okay, Bielefeld ist auch dritte Liga. Na gut. Wir gucken mal, wo die Top-Vereine so aus Deutschland sind. Chemnitz darf Borussia Dortmund empfangen und wer darf Bayern empfangen? Rhein-Lech darf Red Bull empfangen auf jeden Fall. Magdeburg-Schalke. Lübeck-Bremen ist auch so ein Nordding da oben. Passt eigentlich auch ganz geil. Chemie Leipzig gegen Eintracht Braunschweig. Rot-Weiß Essen muss gegen Bayern München ran. Und Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Das waren so mal noch die interessanten Spiele für mich. Vielleicht habt ihr noch eins gesehen, was ihr auch gut fandet. Schreibt in die Kommentare. Im letzten Jahr müssen wir die Meisterschaft einfahren, erwartet der Vorstand, nicht die Vorstand. Und im Nationalpokal müssen wir mindestens ins Halbfinale kommen und im internationalen Pokal ins Viertelfinale. Ja, das werden wir auf jeden Fall so annehmen, diese Herausforderung. Meister ist natürlich richtig, richtig, richtig schwierig. Docsfit. Sponsor bezahlt Bonus. Oh, kein Fanclub-Tag haben wir gemacht. 15 Punkte Beliebtheit kostet das. Huch. Ja, unsere Mannschaft ist natürlich jetzt wieder ein bisschen voller, weil wir die ganzen Jugendspieler und so noch hochgeholt haben. Aber das wären so unsere Leute hier zurzeit. Ich nehme mal noch hier auf die Bank jemanden vernünftigen, so ungefähr. Von die Schumann natürlich noch. Also Bülbül mit einer 75 haben wir, Etete mit einer 81, Totti mit einer 86. Auf der anderen Seite, wir haben talentierte Stürmer, aber unter 80 hilft uns eigentlich auch nicht so wirklich weiter, wenn wir wirklich Meister werden wollen. Ne? Vielleicht müssen wir hier echt nochmal sogar nachlegen.
Ronny Schumann, wenn der wieder eine gute Form hat, dann ist der auch über 80. Das ist ja jetzt im Moment hier auch ein bisschen schwierig, ne? Minus 1 hier, Selbstvertrauen, also minus 3 sind das allein schon mal, ist der bei einer 79. Und dann noch Form minus 1, also 80er Grundstärke hat er. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir hier hieraus machen. Ich lasse euch das mal so ganz kurz hier stehen. Auch Kilic, ne, mit einer 71 ist das halt weit weg von dem, was wir da auf dem Tableau haben wollen, wenn wir Meister werden wollen im letzten Jahr. Wir gucken mal noch ganz schnell rein, was wir für Deals machen könnten. Alles ab 80 Richtung 90. Realistische Transfers bitte. Da hätten wir 86er. Ne? Mukoko könnten wir holen. Samardzic 85, Torben Rhein 84 von Wolfsburg und richtiges Talent auch noch. Ne? Maximilian Arnold. Also wir könnten schon noch ein paar Ü80 holen. Nur wollen wir das, ist die Frage. Und wenn ja, warum? 86 Mukoko ist natürlich super geil. Könnte man statt... Man könnte gucken, jetzt mal ganz doof gesagt. Ne? Also wenn wir das, falls wir umstellen, dann würde ich echt 2 ZM und 2 Stürmer nehmen, weil das ist im FM die Formation, die am meisten taugt. Oder eine, ne? am meisten taugt die mit rechts außen, links außen dann noch dazu. Aber das machen wir natürlich nicht, das ist nämlich fast eine Cheater-Formation. Aber dann wären wir hier zu Hause. Ne? Und dann hätten wir hier vorne im Sturm 86, 81. Wenn wir dafür Bülbül, weil es die letzte Saison ist, der ja auch immerhin 60 Millionen wert ist, verkaufen. Und noch Jaite, der auch 20 Millionen, dann sind wir bei 80 Millionen. Da könnten wir uns Mukoko holen für und dann hätten wir 2 86er Stürmer. Das wäre schon eine Überlegung. Dann haben wir natürlich im Mittelfeld noch Jonas Buhr und Ronny Schumann, die sich da mit einer 82 und 80 ungefähr irgendwie für die beiden anderen Plätze hier im Mittelfeld bewerben. Aber das wäre schon eine sehr, sehr gute Aufstellung, ne? Das wäre schon sehr, sehr gut. Und das ist ehrlich gesagt auch der einzige Deal, den ich da sehe, den wir machen könnten. Alles andere, was ich da so gesehen habe, rein vielleicht noch, aber das, dann haben wir noch mehr Konkurrenz im Mittelfeld. Eventuell noch ein Verteidiger über 80, weil mit Frankovic haben wir jetzt noch einen Jugend-Community-Player hochbekommen. Das ist auch okay. Aber 77 ist halt noch ein bisschen weiter weg, ne? Was hat der für eine normale Stärke? 79, okay. Moral und Form ist gerade minus. Dann machen wir das nicht, weil dann haben wir 3 Innenverteidiger. Und Frankovic ist halt die Baustelle oder der Ersatz halt, ne? Also das wäre meine Idee. Etete, nein, nicht Etete. Etete ist dann der Ersatz. Bülbül und JT verkaufen. Jaden Smith bringt gewiss auch noch Geld ein. Nochmal 26 Millionen und dafür Mukoko holen. Für die letzte Saison. Ich lasse euch das hier jetzt nochmal stehen, weil wir haben schon eine lange Folge jetzt. Überlegt mal. Ansonsten, wer sich gewundert hat übrigens, jetzt zum Ende noch eine kleine Anekdote, warum ich so eine hässliche, versiffte Mütze drauf habe, das ist die Mütze, die ich komplett in jedem Arbeitsvorgang bei uns im Haus aufhabe, wenn es hier was zu arbeiten gibt. Ne? Also ich arbeite ja im Moment noch am zweiten Stock. Das machen wir im Moment schön. Und davor, letztes Jahr sind wir ja umgezogen hierhin und ich habe immer diese Mütze aufgehabt und das ist so mein, ja, Glücksbringer ist ein bisschen hochgegriffen, aber so mein Arbeitsding. Und ich dachte, ich ziehe sie auch mal hier so beim Arbeiten an, ne? Ja. Okay, alles klar, macht's gut, meine Lieben, bis dann, schöne Woche euch, tschüssi!